Im Namen des Mondes informieren wir euch. Hallo ihr lieben Moonies, hier ist heute die Yuki Tenshin von Sailor Moon German und ich zeige euch heute das erste Kapitel aus dem Sailor Moon Manga und vergleiche das dann auch mit dem alten Kapitel und auch mit dem alten Anime und dem neuen Anime Sailor Moon Crystal. Ich hoffe, dass ihr gespannt seid und nun geht's los. Ich habe hier heute liegen von EMA das Manga, das wurde 2011 neu veröffentlicht und basiert halt auf der japanischen Neuauflage von 2003. Das könnt ihr immer noch bei EMA kaufen und zwar für einen Preis von 6,50 €. Dann seht ihr auch gleich die ISBN-Nummer, damit ihr euch das bestellen könnt. Hier habt ihr nochmal die Internetseite, wo ihr auch nachschauen könnt. Und im Vergleich dazu habe ich die alte Manga-Auflage, das ist die zweite Auflage von Fies Comics damals. Der hat damals 9,95 Mark gekostet. Die Neuauflage von EMA ist so aufgebaut, dass ihr zu Beginn zunächst einmal eine farbige Seite habt. Ist sehr schön, ist bei jedem Manga so. Und dann geht es auch sofort los mit farbigen Seiten, das finde ich sehr schön. Und auch dem farbigen Kapitelcover am Anfang und einem Inhaltsverzeichnis. Und dann natürlich alles in Schwarz-Weiß, ist ja normal bei einem Manga. Zur Neuauflage allgemein lässt sich sagen, dass sich die Neuauflage sich jetzt viel mehr an dem japanischen Original orientiert. So ist zum Beispiel Bunny ersetzt worden durch Usagi, was ich ja sehr viel besser finde. Und was ich auch sehr schön finde, wenn es jetzt darum ging, hier irgendwie diese Lautmalereien zu schreiben oder irgendwas anderes im Hintergrund, ist wirklich das Japanische beibehalten worden und nicht mehr nur das Deutsche. Weil damals standen zum Beispiel die deutschen Sachen drin. Wenn wir uns hier mal die Seite angucken, mal gucken, ob ich sie jetzt so schnell finde. Wo Sagi Luna trifft. Hier, da seht ihr, hier steht noch Poing. Damals stand Poing drin. Ups, so. Hier steht Poing und hier drüben steht jetzt aber Dong. Also das wurde verbessert oder halt übernommen dann auch. Die Übersetzung wurde überarbeitet. Sie ist jetzt näher an dem Original dran. Nicht mehr so, im alten Manga war das ja mehr am Anime orientiert. Und hier ist es jetzt mehr wirklich an das Manga-Manuskript orientiert. Was mir auch aufgefallen ist, es gibt ja teilweise in den Kapiteln so kleine Textboxen an den Seiten. Hier, diese hier. Im alten Manga haben wir dort noch Texte von der Autorin gefunden. Hier sind es halt nur noch kleine Bilder. Also im Vergleich. Hier. Da hatten wir halt die Textbox und hier haben wir nur noch die Bilder. Dann bei der Neuauflage hatte die Zeichnerinnen auch einzelne Sachen überarbeitet. Zum Beispiel die Hintergründe hat sie an manchen Stellen schöner gemacht. Oder hat einfach auch mehr Details noch, also so mehr Bling-Bling-Sachen reingezeichnet. Hier zum Beispiel sehen wir, obwohl hier sind die gleich, aber irgendwo. Ich glaube, bei der Verwandlung war das. Ja, genau hier. Hier sind um Usagi herum so kleine Sternchen, die es hier noch gar nicht gibt. Also es gibt wirklich in vielen Bildern ganz viele Details, die die Autorin wieder neu dazu gemacht hat. Und die es wirklich echt wieder sehr schön machen auch. Nun wisst ihr ja, dass es ja seit Anfang Juli ja den neuen Anime gibt, Sailor Moon Crystal. Und dieser orientiert sich wirklich sehr stark an der Manga-Vorlage. Und das macht sich halt auch dadurch bemerkbar, dass es viele Panels gibt, die aus dem Manga wirklich fürs Anime übernommen wurden. Zum Beispiel hier. Dort sieht man ganz schön, dass diese Szenen am Anfang auch fürs Anime übernommen worden sind. Im Anime sieht man auch sehr schön die Zeitung mit C'est la vie
Oder auch die Szene mit Luna und Usagi ist auch fast panelgetreu übernommen worden. Auf jeden Fall sehen wir die Szene, wie Luna Usagi das Gesicht zerkratzt. Oder auch hier diese beiden Szenen sind auch übernommen worden. Dass man dieses Mysteriöse von Luna sieht und dieses Überraschende und dieses War-Gefühl von Usagi halt auch vorfindet. Diese Szene ist natürlich im alten Anime ganz anders aufgefasst worden. Da ist Luna dann nicht so geheimnisvoll, sondern sie ist dann eher dieses arme Kätzchen, das von den kleinen Jungs überfallen wird, die dann von Usagi gerettet wird. Und es ist halt hier viel schöner, weil hier gleich diese Mystik rüberkommt, die Luna ja eigentlich mit sich bringt. Und sozusagen diese erste Begegnung von Usagi und Luna schon ziemlich mysteriös ist und irgendwie schon so dieses Zauberhafte in sich trägt. Das ist halt im alten Anime nicht so schön rübergekommen. Aber was wir im alten Anime hingegen dann haben, was ich wiederum auch sehr hübsch finde, dass das Zähneputzen übernommen wurde im alten Anime. Da läuft Usagi ja mit Zahnbürste und Zahnpasta durch die Gegend und beschwert sich, ah, warum hast du mich nicht früher geweckt? Und das haben wir halt im alten Anime und das ist natürlich auch sehr schön. Was auch auffällig ist, dass sich, oder woran auch deutlich wird, dass sich Crystal besonders auch am Manga orientiert ist, dass Crystal auch so kleine Details mit ins Anime nimmt, die im alten Anime nicht so übernommen worden sind. Zum Beispiel als Naru und Usagi im Juwelierladen der Mutter sind, gibt es eine Szene, die eigentlich für die Geschichte nicht so wichtig ist, aber trotzdem übernommen worden ist. Zum Beispiel, dieses Bild ist auch toll, das wurde auch übernommen, das finde ich total herrlich. Oder auch, man sieht im größten Anime auch, wie sie über diesen Schmuck reden und dann wird dieser Schmuck auch so übernommen ins Anime und das ist im alten Anime gar nicht und das ist irgendwie total toll. Oder auch wird dieses Gefäß übernommen und im alten Anime kennt ihr ja, da ist halt die Daito mit der Energie und hier ist es halt wirklich das Morga. Dieses Gefäß hat und dort drin die Energie sammelt und es ist halt super. Also für uns Fans ist es natürlich wunderbar, dass man eigentlich theoretisch sich hinsetzen kann und das Anime nebenbei lesen kann oder halt mit dem Anime das Manga verfolgen kann. Halt, ihr wisst, was ich meine. Das ist halt total super. Was auch sehr schön gemacht ist, dass auch diese erste Begegnung zwischen Usagi und Mamoru auch komplett übernommen wurde, auch von den Panels her. Wo sind sie? Hier. Die treffen sich auch und reden über die Note und da wurden auch teilweise die Paneele übernommen. Und Usagi wundert sich, glaube ich, im Anime auch, warum er halt so oder was das für ein komischer Typ ist und warum der auch ein Smoking anhat. Und es ist halt im alten Anime ganz anders. Also nicht ganz anders, die Begegnung ist schon da, aber sie wundert sich halt nicht, warum er ein Smoking trägt, sondern nur, was das für ein seltsamer Typ sei. Diese Szene ist ja auch sehr markant für die erste Folge, in der Usagi halt auf den Dämon trifft und überhaupt nicht weiß, wer sie ist und dann aber durch den Mond weiß, dass sie Sailor Moon ist. Und natürlich wurde dieses Bild übernommen, finde ich super. Oder auch, dass sie Sailor Moon ist und ja. Dieses Bild wurde natürlich auch übernommen. Super. Also, ihr merkt schon, ich bin total begeistert davon. Ich hatte zuerst eine nicht so gute Einstellung zum Anime, zum neuen. Aber nachdem ich die erste Folge gesehen habe, war ich total begeistert davon. Ja, da geht schon der zweite Act los. Also, mein Fazit dazu ist eigentlich, dass ich Sailor Moon Crystal wirklich sehr gut am Manga orientiert. Das war ja eigentlich im alten Anime auch so, nur irgendwann haben sie halt diese Lückenfüllerfolgen gekriegt und haben sich in eine komplett andere Richtung entwickelt. Und das finde ich halt so toll, dass sie sich diesmal wirklich am Manga orientieren, weil so ist es ja eigentlich auch mit den Animes. Schaut euch mal Dragon Ball an oder Detective Conan, das ist wie im Manga. Und das gibt es jetzt bei uns endlich auch, das ist super. Also Crystal behält wirklich den Plot bisher vom Manga bei und hangelt sich an dem auch lang und übernimmt ihn auch größtenteils. Und zum Manga an sich lässt sich sagen, dass es wirklich eine wunderbare Neuauflage ist, die wirklich vom Japanischen übernommen wurde
Die Übersetzungen sind auch super und es ist halt wirklich toll, dass diese japanischen Schriftzeichen drin geblieben sind, dass Usagi Usagi ist und niemand anders und dass auch dieses Chan weiterhin drin ist. Und ja, also sehr zu empfehlen der Manga und ich würde euch den wirklich empfehlen zu kaufen, weil dann könnt ihr auch schon mal vorher wissen, was bei Sailor Moon Crystal denn so alles passiert. Ja, dann hoffe ich, dass ihr euch auch noch unser Video zu den nächsten Acts anschauen werdet. Und nun, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.